Ihr Lieben, ich darf euch heute ganz herzlich zum zweiten Teil des Bienen-Siebensterns begrüßen, den uns Bernd wieder so schön erklären wird. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Bernd. Ja, ich begrüße auch alle, die hier zuhören. Ich freue mich, liebe Arni, dass wir hier uns wieder treffen im neuen Jahr. Und ja, den zweiten Teil. Wir sind ja letztes Mal auf ganz viele Themen, die nicht teilweise nicht mal mit dem Bienen-Sieben-Stern zu tun hatten, ein bisschen abgeschweift. Und da ist noch einiges offen geblieben und ich freue mich, dass wir das jetzt nachholen können. Ja, neues Jahr, neues Glück, neue Energie. Und hat sich ja wirklich viel getan in den letzten Wochen. Es ist ja ganz viel auf verschiedenen Ebenen passiert. Genau, ich hatte letztes Mal ja auch noch das Thema, dass ich meine Mutter gepflegt habe. Die durfte sich jetzt ins Licht verabschieden. Und ich habe jetzt auch den Kopf wieder viel freier für viele Sachen. Und ja, sie ist erlöst und hat ihren Frieden. Und dieses Jahr geht's dann mit neuen Schwung an die ganzen Geschichten ran. Hier vor allem auch mit den Bienen, mit dem Aufbau der Imkerei und ja, die Intensivierung der Pflege des Siebensterns, genau. Ja, lieber Bernd, das ist ja auch an mir nicht vorbeigegangen. Und ich möchte dir hier von mir und ich denke von allen Zuschauern herzliches Beileid ausdrücken und freue mich, dass du trotzdem die Kraft hast und den Weg dazu gefunden hast, nochmal mit uns zu sprechen und ein Interview zu führen. Und ich hoffe, das bleibt auch in der Zukunft so. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, die Trauer brauchte da ein bisschen Raum und obwohl es Erlösung war, ist es halt doch immer, wenn die Mutter geht, dann ist das was ganz Besonderes und ja, brauche immer noch öfter mal Raum für die Trauer und das ist auch wichtig und gut und der Blick nach vorne ist aber da und ich habe ganz, ganz viel vor mit den Bienen und mit dem ganzen, mit der Imkerei und dem Garten hier und ja, da ist die Vorfreude auf die neue Bienensaison und genau. Und jetzt freue ich mich erstmal auf unser Gespräch hier. Ja, du hattest erwähnt, dass dein Bienen-Siebenstern leider gerade nicht ganz komplett ist, weil ein Volk leider auch gegangen ist. Da wolltest du dran arbeiten, dass du es neu bevölkerst. Stimmt das? Habe ich das doch so richtig? Ja, so ist es. Es sind sogar zwei Völker ausgefallen. Also das ist wirklich so. In der Zeit der Pflege war ich nicht immer am Ball und bei den Bienen ist es ganz wichtig, dass man präsent ist und immer ein Auge drauf hat und die Bienen sind ja gnadenlos und wenn da ein Volk ein bisschen schwächelt, aus irgendwelchen Gründen, wenn da ein Volk nicht ganz so stark ist, dann fallen schon mal die Nachbarsbienen drüber her und räubern das aus und so sind dann letztendlich zwei Völker ausgefallen. Im Moment sind es 5 aktive Völker im Siebenstern, das schadet der Wirkung nicht. Der Bienen-Siebenstern ist soweit aktiv und die Völker, die noch da sind, die sind bärenstark. Ich habe das jetzt vor Weihnachten noch kontrolliert, wie es aussieht und ja, die sind wirklich in sehr gutem Zustand. Und die Völker werde ich aus eigener Kraft wieder ersetzen können. Ja, aus eigener Kraft, was du da sagst. Muss es eigentlich eine spezielle Bienensorte sein oder Bienenkönigin? Wie setzt sich das an einem Bienen-Siebenstern zusammen? Welche Anforderungen werden dort gestellt, auch an die Königin? Die Königin im Siebenstern sollten Schwarmkönigin sein, aus einer Schwarmzelle. Denn Zuchtköniginnen haben nicht dieses starke Wesen, was eine Schwarmkönigin hat, die unter natürlichen, von Anfang an unter natürlichen Bedingungen aufgezogen wurde von den Bienen. Zuchtköniginnen werden ja durch Umlarven oft in künstliche Weisel oder zumeist in künstliche Weiselbecher aus eintägigen Maden, während eine Schwarmkönigin schon bei der Eiablage, also von der ersten Sekunde an als Königin ausgerichtet ist und somit die volle Kraft hat. Und ja, oft ist es so, es gibt super tolle, kräftige und wundervolle Zuchtköniginnen, die auch wirklich von den Eigenschaften her ganz, ganz super aufgestellt sind. Aber was ich jetzt so in den Jahren meiner Imkerei festgestellt habe, dass die Schwarmköniginnen doch wesentlich kräftiger sind. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, eine
Zuchtkönigin energetisch auf das Niveau einer Schwarmkönigin zu bringen. Ja, man kann einen Kunstschwarm zum Beispiel mit einer Zuchtkönigin bilden, den erstmal in die Mitte des Siebensterns, eines aktiven Siebensterns wohlgemerkt bringen, damit sie sich an die Energien im Siebenstern gewöhnen kann. Wenn man jetzt, sagen wir mal, wir nehmen jetzt eine Zuchtkönigin und stellen die gleich auf einen Platz in einem aktiven Siebenstern, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die das nicht verkraftet und ja, entweder einfach stirbt oder sogar mit den Bienen zusammen auszieht wieder. Ja. Also wegen diesen starken Energien. Genau, es ist in dem Gefüge des sieben Sterns bildet sich quasi über jeder Sternspitze, über jedem Volk eine Energiesäule, eine stehende Energiesäule. Und das ist auch wie so ein Energiewirbel auch, wenn man jetzt ein Glas Wasser umrührt, rechts rum oder links rum, entstehen solche Wirbel. Und das ist wie so ein rechtsdrehender Wirbel. Ja, und das ist halt eine extrem starke Energie, der einer Zuchtkönigin im Normalfall nicht gewachsen ist. Und man kann die wirklich akklimatisieren. Gibt es noch ein paar andere Verfahren, könnte ich jetzt auch noch näher drauf eingehen, aber wer sich für den Siebenstern interessiert, sollte da selbst noch mal ins Detail gehen. Sonst ufert das hier aus. Also es ist da auch von Wichtigkeit, dass ja, es möglichst natürlich wächst. Genau, das ist also so ein Siebenstern, da sollten die Bienen sehr in Ruhe gelassen werden. Wie gesagt, über den einzelnen Punkten entsteht diese Energiesäule. Auch die Mitte hat eine besondere Energie, nicht ganz so stark wie die Sternspitzen. Deshalb kann man über die Mitte auch Zuchtkönigin akklimatisieren. Ja, und man merkt das auch, wenn man sich in den Bienen-Siebenstern in die Mitte reinstellt, dann merkt man schon diese ganz besondere Energie. Also man merkt einfach, also ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich mich da mal, bevor ich den Siebenstern hatte, in einen Siebenstern reinstellen durfte und habe sofort gemerkt, hossa, hier geht's aber ab energetisch und ja. Ja, interessant, interessant. Was hast du genau wahrgenommen? Was waren deine Gefühle? Ich habe mich vollkommen energetisiert gefühlt. Das hat wirklich positiv so ein wohliges Kribbeln im Körper und es hat mich richtig so leichter gemacht alles. Ne? Allerdings habe ich auch von der Kollegin, die den Bienen sieben Stern hatte, in dem ich zuerst drin stand, die hatte mir auch verraten, dass es nicht jeder in der Mitte des sieben Sterns aushält, dass es auch Menschen gibt, die da sagen, das halte ich nicht aus, die da rauslaufen, die da wirklich vor zurückscheuen. Ne? Finde ich sehr spannend, dieses Detail. Oh, gut. Also du meinst eher negativ besetzte Menschen, die halten das in einem Bienen-Siebenstern nicht lange aus. Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich habe nur diese Aussage. Bei mir habe ich es noch nicht getestet. Da waren bis jetzt nur sehr positiv gestimmte, sehr offene, lichtvolle Menschen da, die wirklich gemerkt haben, hier ist eine tolle Energie in der Mitte, aber bei mir ist noch keiner weggelaufen. Aber was auch spannend ist, was die Imkerkollegin da in ihrem Siebenstern beobachtet hat, dass keine Tiere, wenn im Winter Schnee liegt, es sind keine Tierspuren im Siebenstern, die gehen außenrum, die Tiere. Also bei uns ist ja jetzt nicht so viel mit Tieren und Schnee und so, ne? Dass da irgendwelche Kaninchen oder sowas laufen, aber ihr Siebenstern steht etwas weiter ab von den Siedlungen und sie hat gesagt, da sind keine Tierspuren im Siebenstern. Ja. Ja, das ist ja auch höchst interessant. Ja, auch klasse, wenn sich die Menschen, die einen Bienen-Siebenstern haben, auch untereinander austauschen. Wie sieht es da denn aus mit den Kontakten? Wie viele Menschen gibt es, die einen Bienen-Siebenstern haben oder ja, halten, wie nennt man denn das? Ja, die tauscht man sich untereinander aus. Es gibt, gerade auch bei Telegram, gibt es Gruppen zum Thema Bienen-Siebenstern. Und ja, in diesen Gruppen findet viel Austausch statt, auch in der Bienen- und Spiritualität-Gruppe hier unter dem Dach der Landsitzliebe. Sind auch einige Siebenstern-Imker dabei, die man ansprechen kann. Und wie gesagt, in den Gruppen.
Und dann gibt es die Sieben-Stern-Stiftung in Bayern, der Harald. Also wer da Interesse hat, die haben eine Homepage, könnte man vielleicht verlinken, aber ja, oder schreibt mich einfach an, sprecht mich an irgendwo, wenn ihr Interesse habt. Ich mache das auch gerne. Genau, und das Ding ist wirklich, es gibt oder es gab, also mir liegt eine Zahl vor von 2014, das ist im deutschsprachigen Raum, 2014 so knapp über 707 Sterne gab und jetzt soll die Tausender Marke im deutschsprachigen Raum schon gefallen sein. Aber ja, es sind, klasse. Ja, das Dilemma ist so, dass viele 7-Stern-Imker gar nicht preisgeben wollen, dass sie einen 7-Stern haben. Es ist ja so ein ganz normaler, konventioneller Imker, der jetzt keinen Bezug zu Spiritualität oder eben halt zu diesen energetischen Geschichten hat. Der wird ja sagen, ach, so ein Blödsinn, was der jetzt hier alles erzählt, und der wird das gar nicht fassen können, weil da ja auch wirklich Dinge sind, die man spüren muss, die man fühlen darf, einfach, die nicht messbar sind oder nicht mit normalen Geräten, wissenschaftlich anerkannten, messbar sind. Und vielleicht ist es so eine gewisse Scheu davor, sich der Lächerlichkeit preiszugeben, wenn man jetzt vom 7-Stern erzählt oder einen 7-Stern hat. Von daher sind sehr wenige 7-Sterne in der 7-Stern-Stiftung aufgeführt. Meiner ist da auch noch nicht drin, weil ich eben halt noch am Einrichten bin und am Aufbau bin, habe ich das Thema auch noch nicht angegangen. Es ist mir eigentlich schon auch ein ziemlich großes Anliegen, dass es gut wäre, wenn die ganzen 7-Stern-Imker sich quasi outen würden, wo sie stehen zumindest, brauchen ja keine Details, weil es ist ja auch so, der 7-Stern hat einen Wirkkreis von 4,2 Kilometern, also kugelförmig, um den 7-Stern herum. Das ist quasi in einer Kugel mit einem Durchmesser von 4,2 Kilometern wirkt diese Energie. Und wenn man jetzt einen 7-Stern aufbaut und man weiß nicht, dass da ein 7-Stern vielleicht im Nachbarort ist oder vielleicht im selben Ort irgendwo versteckt, das würde sich negativ beeinflussen. Also der 7-Stern könnte nicht die Energie entwickeln, wenn jetzt unter 2,1 Kilometer ein weiterer 7-Stern wäre. Ne? Und das daher wäre ja äußerst wichtig, dass man sich dann austauscht. Genau. Und deshalb wäre es eigentlich ganz schön, wenn es eine Plattform gäbe, wo sich die 7-Stern-Imker alle für erwerben könnten, dort zumindest grob preiszugeben, wo der 7-Stern ist, damit wirklich auch das Interesse ist riesengroß. Ich sehe es gerade wieder in den Bienengruppen, dass ganz viele dazukommen, die das Thema extrem anspricht, die was dafür tun wollen, dass die Energie auf der Erde hier angehoben wird. Und die halt mit dem 7-Stern dazu beitragen wollen. Aber ja, erstmal Ansprechpartner zu finden und zu wissen, gibt's da schon 7-Stern. Also das ist gerade für Einsteiger sehr schwierig rauszukriegen, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Plattform oder eine Karte hat oder ja, ist schade, dass da nicht mehr Vernetzung ist und mehr Austausch, dass man weiß, wo die 7-Sterne grob stehen. Also ja. Und das ist die einzige Kartei, die es gibt in Österreich? Ja, das ist eben, wie gesagt, der Harald aus Bayern, der hat diese 7-Stern-Stiftung und der hat eben halt für den deutschsprachigen Raum so eine Seite erstellt, die Stiftungsseite, wo auch wirklich man seinen 7-Stern eintragen lassen kann. Aber ist, wie gesagt, darüber bin ich ja auch an die Silvia gekommen, die dort eingetragen ist und habe den 7-Stern näher kennenlernen dürfen. Ja. Genau. Ja, dann sollten sich hiermit alle dazu berufen fühlen, bei Mensch Bernd auf seine Seite zu gehen, Bienen und Spiritualität, und sich dort zu melden. Ja, oder über die 7-Stern-Seiten Kontakt mit dem. Die 7-Stern-Stiftung hat auch eine Telegram-Gruppe. Da kann man sich melden, den Harald kontaktieren. Und ja, das gibt es schon. Das wäre wirklich wunderschön, wenn da das alles ein bisschen bekannter werden würde, dass man so zumindest grob weiß. Es muss ja keiner ganz genau seinen Standort preisgeben, weil kann auch durchaus sein, dass Menschen, die sagen, das ist alles Hokuspokus, und gibt ja auch oft Neider, Missgünstige oder miese Peter, die dann Vandalismus ausüben wollen und so. Von daher muss ja nicht jeder unbedingt Details angeben, aber so eine grobe Übersicht wäre schon wirklich wünschenswert in meinen Augen.
Ja, das sehe ich aber auch ganz genauso. Ja, ich habe da zu den B7-Sternen noch mal eine spezielle Frage an dich. Und zwar, welche Eigenschaften zeichnet ein B7-Stern aus, was ihn so besonders macht? Ich hatte es gerade schon erwähnt, diese besondere Energie. Also es ist quasi, so ein Siebenstern ist auch wie so eine energetische Erdakupunktur. Das ist ein Energiepunkt. Im Umkreis eines Siebensterns wird die gesamte Umgebungsenergie extrem angehoben. Also da herrscht eine großartige Schwingung. Da ist oft ein klarer Himmel drüber. Und ja, eben halt, die Menschen fühlen sich wohl in der Nähe des Siebensterns. Du hast mir auch Videos mitgebracht, wie dein Siebenstern aufgestellt ist. Die würde ich hier jetzt gerne mal einspielen und vielleicht magst du das ein oder andere darüber berichten. Ja, spiel die Videos gerne mal ein und ja, darf sich jeder anschauen und vielleicht machen wir mal irgendwann eine Sendung mit einer Fragerunde, wo sich Menschen einschalten dürfen, wo man dann vielleicht Rubineinsteiger oder noch Fragen zum Siebenstern sind, die ich jetzt hier in diesen Sendungen nicht beantworte, wo man da mal dann drauf eingehen kann. Wäre ja vielleicht mal in Zukunft eine schöne Lösung. Ja, das können wir doch gerne machen. Das wäre klasse. Vielen lieben Dank für die tollen Videos, lieber Bernd. Eine Frage quält mich dabei noch und ich bin vorhin schon mal darauf eingegangen und möchte das erneut tun. Was denkst du, macht einen Bienen-Siebenstern auch ganz besonders? Wir haben ja jetzt schon ein paar interessante Punkte erwähnt, wie zum Beispiel, dass Menschen sich unheimlich wohl darin fühlen und energiegeladen sind, dass es den Bienen gut geht und der ganzen Natur da drumherum. Was ist noch so speziell an diesem Bienen-Siebenstern? Neben dem, was ich schon alles erwähnt habe, ist vielleicht noch der Siebenstern Honig zu erwähnen. Jeder kennt ja den Manuka-Honig aus Neuseeland, der eine besondere Heilwirkung haben soll. Und beim Siebenstern Honig ist es auch so, dass der ganz besonders ist. Also ich habe das Gefühl, man kann gar nicht viel davon essen. Der ist so energetisch und wir haben es jetzt auch festgestellt, wenn man mal so Halskratzen hat, so. Man nimmt einen Löffel Siebensternhonig, einen Holzlöffel am besten. Allgemein sollte man den Honig nicht mit Metall in Berührung bringen. Ein Holzlöffel, Kunststofflöffel wahlweise und einfach mal so einen Löffel Honig und man könnte davon gar nicht viel essen. Hat so eine Kraft, dieser Honig, eignet sich gar nicht dafür, mal so eben so ein Glas auszulöffeln. Also das ist so, Siebensternhonig ist der Manuka-Honig Von Deutschland, des ja. DAC-H-Bereich sozusagen. Ja, klasse. Gut, da lehne ich mich jetzt weit mit aus dem Fenster mit so einer Aussage, aber er ist schon besonders. Und ich habe meinen ersten Siebenstern-Honig auch bekommen. Der war in einem Blauglas da. Also der wird auch schon besonders behandelt. Vor allem ist es so, dass Bienen im Siebenstern im Winter mehr Honig verbrauchen als mehr Futter verbrauchen als andere Wirtschaftsvölker, als andere Bienenvölker, die nicht im Siebenstern stehen. Den muss man mehr Honig lassen, auch den eigenen Honig am besten. Also nicht irgendein zugefüttertes Zuckerzeug oder so. Die Bienenvölker haben auch eine ganz andere Temperatur. Also normalerweise sind so knapp 35 Grad in so einem Bienenvolk, müssen die erzeugen, die Temperatur. Und im Sommer, Winter regeln die ja runter, da fahren die auf Sparflamme, damit sie nicht so viel Futter brauchen. Und ein Siebensternvolk fährt da auf einer Temperatur von, ja, rund 40 Grad im Innenraum, also die Temperatur, die die da halten. Das ist auch Das ist schon ein aber großer total Unterschied wieder.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum sich die Varroa-Milbe nicht so sehr wohl fühlt im also in so einem 7-Stern-Volk, weil da eine höhere Grundtemperatur ist. Das mögen die dann schon wieder nicht. Ja, dann sollten ja eigentlich aufgrund der Varroa-Milbe alle Bienenvölker 40 Grad entwickeln. Das wäre ja eigentlich die Ausrottung dieser Varroa-Milbe. Ja, aber es ist, wie gesagt, von Zuchtköniginnen normale Völker, da findet das offensichtlich nicht statt. Also gut, was ich hier sage, das ist vielleicht nicht so hochwissenschaftlich belegt und wie ich schon erwähnt habe, viele werden das belächeln oder nicht glauben und sagen, das ist Quatsch. Ich würde mir da wünschen, dass da auch normale, konventionelle Imker einfach mal es für möglich halten, zumindest sich dem öffnen und der ein oder andere, der die Zeit und Lust hat, da auch seine Experimente machen. Für mich ist das, wie gesagt, ja auch ein großes Experiment. Ich habe da viel drüber gelesen in dem Buch. Ich hatte es letztes Mal schon in die Kamera gehalten, aber ein bisschen schnell das Ganze. Das ist nochmal hier das Buch für alle zum Lesen. Der Bienen im 7-Stern von Volker von Schindling-Horny. Das ist so das Standardwerk, was jeder gerne mal gelesen haben sollte, der sich mit dem Bienen 7-Stern beschäftigt. Genau, und das ist, ansonsten sind 7-Stern-Völker, behandelt man viel extensiver als andere Völker. Wie gesagt, im 7-Stern ist das Schwärmen erwünscht und zugelassen. Das müssen Schwarmköniginnen sein, vitale, kräftige Königinnen. Man greift da nicht ein. Man schneidet keine Flügel den Königinnen, dass sie nicht ausfliegen können. Man lässt die einfach so, wie sie sind. Die dürfen schwärmen. Die werden weniger geöffnet, seltener geöffnet, die Kästen. Ansonsten ist da vieles gleich. Man freut sich an den Bienen. Man beobachtet die Fluglöcher. Eine häufig gestellte Frage zum Thema 7-Stern ist auch, ob die Fluglöcher nach außen gerichtet sein sollen, nach innen oder in eine bestimmte Himmelsrichtung. Da gibt's auch unterschiedliche Meinungen. Ich habe meine so alle Süd, ganz leicht Südost ausgerichtet, weil ich es immer schön finde, wenn die Sonne, die Mittagssonne auf die Fluglöcher kommt und ja, ist da ansonsten ja halt extensiv in Ruhe lassen, die Energie genießen, viel beobachten, das ist für jeden Imker gut. Genau, und dann entwickeln sich die Völker eigentlich ganz prächtig. Natürlich ja, auf die Varroa-Milbe achten, ja. Genau diesen Mut, den du da beweist und auch so oft darüber sprichst, den wünsche ich jetzt jedem Imker und auch, dass er mal dazu bereit ist, Experimente durchzuführen, vor allem mit den Bienen 7-Stern. Ja, einfach mal machen. Und alle, die einen haben, sind herzlich dazu aufgerufen, sich entweder unter diesem Video zu melden, bei Bernd, bei seiner Gruppe Bienen und Spiritualität oder bei, wie heißt der gute Herr noch? Das ist der Harald von der Bienen-7-Stern-Stiftung. Kann man googeln, Bienen-7-Stern-Stiftung in Bayern. Das ist ein Zorne-Ding, heißt der Ort, glaube ich. Genau, aber kriegt mal raus. Wir können es ja gerne auch nochmal verlinken hier. Das machen wir. Auf jeden Fall wird das unter diesem Video stehen. Ja, und ich hoffe, es hat unseren Zuschauern Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und dir hat es auch Spaß gemacht, Bernd. Also mir macht das jedes Mal Riesenfreude, mich mit dir zu unterhalten. Und ich freue mich schon mal aufs nächste Mal. Ja, ich bedanke mich bei dir, Arni, für das Interview, hier für dieses tolle Gespräch und bei allen interessierten Zuschauern, Zuhörern, ganz gleich wo immer und ob schon mit Bienen oder einfach nur interessiert. Die Bienen sind wirklich sowas ganz Wichtiges, ob man nun Honig mag oder nicht oder Blütenpollen, die Bienenprodukte. Sie sind doch existenziell wichtig für unser aller Leben, indem sie halt durch ihre Bestäubungsleistung dafür sorgen, dass wir mit frischem Obst und Gemüse versorgt sind. Und ich wünsche mir da viel Achtsamkeit auch und ja, einfach mal hinschauen, wenn irgendwo Bienen stehen, wenn man mal einen Imker bei der Arbeit sieht, ruhig mal ansprechen. Genau. Ja, vielen Dank, lieber Bernd. Und danke dafür, dass du uns das so lieb nochmal in Erinnerung gebracht hast. Ja, tschüss an alle hier.